Ich habe jetzt meinen Wagen geparkt und bin losgelaufen. Und jetzt gelaufen ist zu diesem Treffpunkt, wo sich gerade Dave Goldman befindet. Aber wisst ihr, was ich geil finde? Hier, das Wetter ist voll cool. So, ich habe ihn hier getroffen. Ich bin's, euer Lieblings-David. Und er läuft hier, wie heißt das nochmal? Mit den Schuhen hier, mit diesen Latschen und mit diesem Gepäck. Ist er von Wohnwagen weggelaufen und jetzt läuft er nach keine Ahnung wohin. Und wir werden jetzt erstmal Bier kaufen gehen. Beim nächsten schmandigen AIDS-Center. So, wir sind gerade einkaufen gegangen und hier. Jetzt haben wir ganz viel Bier. Darauf werden wir erstmal ein Bier trinken. Hey, voll die Pfaffe. Hier, Prost. Guten Tag. Auch ein Bier? Nicht, ja. Ah, war ärgerlich. Und jetzt laufen wir erstmal zur Weserwehr hin, also da, wo Wasser runterfällt. Wir müssen mehr Bier holen. Du meinst schon leer. Wir sind jetzt hier an der Weserwehr. Also da, wo da ganz drüben Wasser runterfällt. Und wir sind hier an dieser Treppe, wo ich schon ganz oft Bier getrunken habe. Und er hier, er hat mir ein Gehirn geschenkt. Guck mal hier. Hier sind zwei Gehirne drin. Seht ihr das? Ich werde jetzt diese Gehirnen fressen, weil ich bin die ganze Zeit auf der Suche nach neuen Gehirnzellen. Bierpower! Ich habe Bierpower gemacht und guck mal. Hier. Ja, scheiß Kamera, die ist. Nee, ich brauche einen neuen Selfie-Stick. Hier, guck mal. Da vorne. Da vorne fällt Wasser runter. Das zeige ich euch nochmal gleich in einer anderen Perspektive. Das wird geil. Hier vorne ist, hier fällt Wasser runter. Und guck mal, da drüben ist Rohr mit Dampf oben drauf. Hey, ich würde gerne auf den Dampf reiten. Guck mal, ich zeige jetzt gerade Ihnen hier, diesen Naturschutzgebietsee. Da, wo diese ganzen Vögel und so etwas auf dem Wasser drauf fallen. Wir laufen jetzt zur Richtung Weserradweg und da laufen wir ein Stück runter. Ja. Der sollte irgendwo da hinten, glaube ich, sein. Und deswegen laufen wir hier nach da lang. Guck mal, das hier, das ist dieser Werdersee oder wie das heißt. Da habe ich schon mal von der einen Seite zur anderen Seite rüber geschwommen. Echt? Ja. Das ist krass. Und wir gelaufen jetzt da nach da lang und dann nach da lang. Nach diese Richtung. Diese Musik habe ich mal selber gemacht. Ey Bro, du müsstest die Gesichter der Menschen filmen dabei. Manche so, manche so, manche so, manche so. Ganz zurück, das ist das Wichtigste eigentlich. Dankeschön. Ich habe denen geholfen, den Ball rüber zu... rüber zu werfen. Weil der ist irgendwie rüber geflogen. Ja.
Gefrost. Wie lange ich drüber nachgedacht habe, über dieses Geprost, ne? Ich musste mal ganz kurz was zu sagen. Es gibt ja einen Gefährten. Ah, jetzt fällt mir auch spontan natürlich nichts ein, aber eigentlich weiß ich alles. Gelaufen, irgendwas. Aber niemand sagt Geprost. War das dein Gedanke dahinter oder kam natürlich das einfach so? Damit immer mehr Menschen hier Geprost sagen, nur wegen mir. Nur weil das bei mir mein Gehirn so verwurzelt ist. Deswegen habe ich das gemacht. Guck mal. Hier. Guck mal da vorne. Langsam gleich Dunkle kommt. Das heißt, ich werde bald meine nervige Kopflampe anziehen. Von welcher Marke? Das habe ich hier bei diesem komischen Bauhaus gekauft. Also da, wo ich schon mal die billigste Klapserkarre von Bauhaus gekauft habe und Strangscharnieren. Glühbirne. Glühbirnen und sowas, ja. Alter. Und hier, dieser Rohr hier, den habe ich auch im Bauhaus gekauft. Hier. langsam ist Dunkle gekommen. Und... Ach ja, guck mal, da ganz hinten, die diese Geräusche da ganz hinten machen. Das ist diese Brücke, wo ich schon mal zweimal drunter gepennt habe. Und was mir ganz viele Nerven gemacht hat, diese Brücke da. Das letzte Mal bei diesem 2000 Abonnenten-Special habe ich da drunter gepennt, unter dieser Brücke, die mich so richtig genervt hat und mir so einen halben Ohrsturz gegeben hat. Und guck mal, Dave Goldman, ich bin eine richtige Bazille, ich bin ein richtiger Baktus. Ich spritze Bakterien aus meinem Gehirn raus, mit Bazillen und Karies. Erstmal ein Bier trinken. diese Freude. Guck mal, Leute. Dieser Herr Goldman, er sitzt hier auf dieser Bank rum. Er macht hier Pause. Du musst unbedingt hier so eine komische, wie heißt das Ding nochmal? Drittbilligste, ne? Du musst unbedingt die zweitbilligste Klapserkarre von Hornbach holen. Würdest du sie wirklich immer noch empfehlen? Ja. Immer noch? Also safe? Natururin 10 auf diese Sackkarre. Von Preis-Leistungs-Verhältnis kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Ja, echt? Ja, okay. Für 32,50 Euro hat sie bei mir ganze 950 Kilometer gehalten. Das ist halt krass. Also die erste. Das ist halt echt krass, Mann. Das ist halt echt krass. Überlegt euch mal, fast 1000 Kilometer. Ja, für 32,50 Euro. Hier, drei. Wir sind, wie heißt das Ding? Wir sind durchgelaufen durch drei. Das ist Ortsschild von der anderen Seite. Das wollte ich euch berichtet haben. Das muss dokumentiert werden, dass wir da durchgelaufen sind. Und jetzt gelaufen wir weiter nach Richtung nach Dahlak. Und, Könnt ihr auch noch was sagen? Das ist hier ganz schönes Diebholz. Ich habe heute bierige Gehirnzellen. Wir sind hier an dieses Ahausen oder wie das heißt, angekommen. Wir gelaufen jetzt da dran vorbei. Und wenn wir da dran vorbeigelaufen sind, dann sind wir dran vorbeigelaufen. Ist ganz schön hell, Alter. Warte mal. Hüschele! Dave Goldman, er hängt sich hier so eine Hängematte hier auf. Und zwar diese hier. Und wenn er... Oh Scheiße, er hat hier einen Stock verloren. Das ist mir auf den Kopf gefallen. Oh, hier. Oh, Entschuldigung, Alter. Ey, guck mal.
Und wenn er das aufgebaut hat, dann baue ich meinen Schlafplatz auf. So, ich habe hier meinen Schlafplatz aufgebaut. Und zwar hier meinen Tarp. Und zwar diesen Tarp, den kann man dann irgendwann hier zumachen, wenn ich Bock drauf habe. Und Delph Goldmann, er pennt hier in dieser Hängematte hier. Aber. 1 Grad haben wir jetzt gerade. Glaube ich nicht, Alter. Das ist locker minus 1 Grad. Genau, 1 Grad haben wir gerade. Und diese in diesen Temperaturen pennt wir hier. Guten Morgen. Wir sind auferstanden. Ich habe hier gepennt. Und Delph Goldmann, der hat sein Dings ja schon abgebaut. Der sitzt da drüben und wir werden gleich erst da zusammen Bier trinken. So, wir sitzen hier in der Sonne rum und laden unsere Akkus ein bisschen auf. Und wir genießen jetzt ganz genüssig Bier. Labe mich an Mutter Naturs Busen. Und er hier? Labe mich an Mutter Natur. Er hat ein bisschen Probleme. Ja, und zwar Scheiße. Hier sein Latschen. Der ist hier kaputt gegangen. Oh, der ist aufgerissen. Und das ist große Scheiße. Das heißt, wir müssen das mit meinem Universalband bearbeiten. Und genau da drüben, da ist mein Tarp. Kukuruku. So, währenddessen wir abwarten, bis hier gleich Blasen kommen und ich mit der Koffeinherstellung so richtig beginnen kann, werde ich hier den Herrn Goldmann mein Universalband überreichen, damit er sein Latschen hier heile machen kann. Das ist gut, ein Universalband. Ich habe noch gar kein Abi gemacht. Sollte gehen, oder? So, machen wir oben fest. Danke. Sehr nett von dir. Gut ausgerüstet. Guck mal, die Koffeinherstellung ist beendet. Jetzt können wir gleich hier Koffein trinken. Ja, ich kann es jedes Mal wiederholen. Draußen in der Natur Kaffee zu saufen ist geil. Und die Sonne ist schon wieder so geil draußen. Die scheint wieder so schön. Ich brauche kein Pullover mehr anziehen. Das ist geil. Ich liebe es, wenn hier ganz viel D3 Schepperung kommt. Ich finde das voll cool, wenn der D3 scheppert. Und ich bin eine komische Bakterie. Also Kaffee ist ausgesoffen und Zähne sind gewaschen. Und jetzt werde ich hier meinen Schlafplatz hier zusammenbauen. So, ich habe meine Sachen halbwegs eingepackt. Und bevor ich die komplett einpacke, habe ich hier noch 2 Bierchen. Das wären, also 2 gekühlte Bierchen. Das werden wir jetzt entspannt trinken. Und weil wir langsam Hunger haben, werde ich uns jetzt hier ein Festmahlsmenü zubereiten. Und zwar einmal Nudeln mit Hackfleisch und hier Paprika, Champignon-Zwiebeln und diese Zwiebeln, Lauchzwiebeln. Diese Lauchzwiebeln, ich sah früher auch aus wie so eine Lauchzwiebel, aber so richtig. Ich war richtig dünn gewesen damals, bevor ich mit Kraftsport angefangen hatte. Und in 3 Jahren hatte ich, aber das habe ich schon mal erzählt gehabt, in 3 Jahren hatte ich 20 Kilo an Muskulatur dazu gewonnen. Und dann war ich leicht übergewichtig gewesen danach. Das war cool. Das könnt ihr bei allem mal nachmachen. Ah ja, stimmt. Gewürzketchup als Beilage werden wir auch fressen. Guck mal, diese Paprika hier, die hat genauso eine Delle wie mein Gehirn. Und deswegen wird das beschnitten. Und die anderen Sachen, die werden auch danach direkt auch beschnitten.
So, ich hab's klein gemacht. Richtig geil. Und guck mal. Nee, da sind noch keine Blasen. Es kommen gleich aber Blasen. Damit ich diese komischen Nudeln reinmachen kann. So, jetzt langsam Blasen kommen. Jetzt werden die Nudeln reingepumpt. Und guck mal. Hier vorne ist dieser Kocher von diesem Herrn Goldmann. Und da mache ich jetzt diese Titanenpfanne drauf. Etwas Öl. Und jetzt ein Teil von dem, was ich hier beschnitten habe. Jetzt wird das Hackfleisch angebraten. Das wird gleich so ein richtiges Festmahl. Dauert nicht mehr lange und dann ist unser Mittagsfestmahl fertig. Ja. So, unser Mittagessen ist fertig. Das sieht richtig aus wie so ein Festmahl. Und das werden wir uns so richtig in uns reinmachen. So, Fressen ist fertig. Schmeckt richtig geil. Boah, Hammer, Alter. Es ist so lecker, Mann. Dann, ey, Bro. So, die Sachen sind gepackt. Vollständig. Und hier dieser nervige Müllsack, der wird mich die ganze Zeit so richtig nerven. Bis wir zur nächsten Mülltonne, Eimer angekommen sind. Und wir gelaufen jetzt zu dorthin, wo es Biergeschäfte gibt. Damit wir Bier und nochmal Sachen kaufen gehen können. Das wird richtig geil. Und das war auf jeden Fall ein richtig chilliger Platz hier zum Rumpennen und Rumchillen und sowas. Das war richtig, richtig voll cool, dieser Platz hier. Wir sind losgelaufen. Guck mal, hier ist eine Sitzbank. Und hier vorne ist ein Mülleimer. Das heißt, ich kann endlich meinen überfetteten Müllsack da reinschmeißen. Der hat mich schon die ganze Zeit so richtig genervt. Wir laufen jetzt gerade durch so eine Landstraße, wo diese ganz vielen nervigen Autos und so weiter rumfahren. Und diese komischen Abgase produzieren. Aber ich glaube, er dauert nicht mehr so lange, bis dann der nächste Biergeschäft kommt. Wir sind, glaube ich, gleich in dieser Ortschaft angekommen, wo ein Biergeschäft vorhanden sein sollte. Guck mal, wir sind hier in dieser Ortschaft angekommen. Riede oder wie das heißt. Hier sollte es ein Biergeschäft geben. Deswegen laufen wir da jetzt rein. Guck mal, hier vorne ist ein Friedhof und ich werde hier erstmal Wasser auffüllen. Schmeckt gut. So, ich habe gerade das Leichenwasser zum Saufen rausgeholt und eingepackt. Und jetzt laufen wir zum Supermarkt. Zum Biergeschäft, um Bier und noch mehr Sachen kaufen zu gehen. Wir gehen dahin weiter. Das wird Zeit. Ich stülp mir direkt eins rein ins Gesicht. Das hört sich gut an. Ich auch. Wir sehen diesen NP-Markt von hier aus. Das heißt, wir können gleich Bier kaufen gehen. Das wird richtig geil.
Wir haben diesen voll verranzten NP gefunden. Jetzt werden wir hier Bier und nochmal Sachen kaufen gehen. Willst du eine Wurst? Reiß hier. Aha. Hälfte vergessen. Guck mal, wir haben eingekauft. Wir werden das jetzt einpacken. Dann will ich mir, glaube ich, sowas hier einmal trinken. Und dann besaufen wir uns mit Bier. Der Tier ist eingepackt ist. Geprost. Achso, wir haben doch schon Bier getrunken. Bevor ich bald diese Scheiße hier probiere. Ich habe von diesem Herrn Goldmann seins hier probiert und das schmeckt voll scheiße. Das schmeckt so richtig künstlich und so nicht so nach Orange, sondern nach Chemikalien-Orange. So ungefähr. Das war noch viel zu süß und so weiter. Ich habe es mir besser vorgestellt. So, für Leute, denen das aufgefallen ist und sich fragen, warum ich zwei diese Isomatten diesmal dabei habe. Und zwar, ich habe ja diese zwei Isomatten mal per Fanpost zugesendet bekommen. Und diese hatte ich sonst die ganze Zeit nur im Schrank drin gehabt und ich brauche ja halt nur eine. Und weil dieser Herr Goldmann eine Vollfettwanderung macht nach keine Ahnung wohin, und keine Isomatte hat und vielleicht eine gebrauchen könnte, falls der, was weiß ich, mal keinen Bock hat, irgendwie Hängematte zu pennen, sondern irgendwie, weiß ich auch nicht, in einer Schutzhütte oder Bushaltestelle, Lost Place, unter Brücke oder sonst noch was, oder komplett im Freien, übergebe ich dir diese Isomatte hier, an dir. Damit du drauf pennen kannst. Wir testen die auch direkt mal aus, oder? Ja. Das ist eine gute Isomatte. Kannst du mir noch eine Decke holen, Alter? Oh, die ist gut. Nee, wirklich. Ja. Warte. Die ist sehr vergleichbar mit dem, was ich sonst nutze. Also die ich jetzt, sehr vergleichbar mit der hier. Ja, die ist echt gemütlich. Ja. Ohne Witz. Auf jeden Fall. Danke, Alter. Ja. Voll cool, danke. Ich bleib jetzt hier, ich wohne jetzt hier im Netto. Nee, NP. Ich liebe es, es ist so gemütlich, ich könnte immer hier schlafen. Ich hatte den bisher, glaube ich, noch einmal benutzt. Und zwar eine kalte Nacht, wo ich zwei Isomatten drüber gelegt habe. Aber erfahrungsmäßig reicht einer aus. Und auch schön leichtes Gewicht. Ja, die ist super leicht. Ja. Auf jeden Fall. Kann man richtig, also kann man mega empfehlen. Und besten Dank an den Zuschauer, der mir damals das per Fanpost zugesendet hat. Ja. In guten Händen auf jeden Fall. Ja. Jetzt konnte ich das weiterverwerten. Jetzt lasse ich das diesen Herrn Goldmann, das missbrauchen. Guck mal, langsam ist dunkler geworden und wir haben die Sachen eingepackt. Und wir hatten gerade ein nettes Gespräch mit der Dame gehabt. Und jetzt gelaufen wir. Jetzt gelaufen wir mit Bier nach Richtung, keine Ahnung, nach da lang oder so hin. Und weil langsam immer mal dunkle kommt, muss ich bald meine nervige Kopflampe anziehen und anmachen.
damit ich uns die Straße anleuchten kann. Scheiße, jetzt ist dieses Licht zu hell. Ich muss das runter machen. Ich habe das Licht runter gemacht und guck mal, wir haben gerade die Rast beendet. Rasputin. Und jetzt laufen wir zu erstmal nach Richtung Tedinghausen oder so. Vielleicht pennen wir heute in einer Schutzhütte oder im Wald. Oder woanders. Keine Ahnung wo. Aber auf jeden Fall laufen wir jetzt erstmal nach Tedinghausen. Jawohl. Ich glaube, von hier aus sind das vielleicht 7 Kilometer oder so. Guck mal, Leute. Ich bin ein richtiger Bakteriengesicht. Aus meinem Kopf können Bakterien rausspritzen. Ich bin ein Bakteriengesicht. Hui. Und wisst ihr auch warum? Weil ich schon mal genießt habe. Ich bin eine richtige Pferdefresse. Und wisst ihr auch warum? Herr Goldmann, weißt du, wovor ich Angst habe, wenn ich in den Wald reingehe? Dass irgendein Specht an mein Ohr rangeht und ein Stück Gehirn rausholt. Ich wollte gerade so antworten und du hast so alles direkt reingeballert. Geil, was? Echt? Ja. Davor habe ich richtig Schiss. Das ist richtig pervers. Lass dieser Gedanke. Und hier, und wenn er rangeht, dann ans macht Ohr. Das hier diese hier Vaginalbefriedigungsgefletscher kommt dann, wenn so ein Specht an mein Ohr rangeht und dieses Stück Gehirn rausholt. Ich will das unbedingt sehen, Alter. Komm. Schnitt ab in den Wald. Guck mal hier. Dieser Rat eiert ganz leicht. Und dieser Rat, der eiert auch ganz leicht. Also so richtig minimal irgendwie. Das ist richtig geil. Das feiert man. Guck mal, wir sind hier in dieses Tedinghausen angekommen. Wir werden da jetzt durchlaufen, durch diese Ortschaft. Das ist richtig geil. Hier, und guck mal, von diesem Herrn Goldmann, das funktioniert mit diesem Universalband, was ich ihm gegeben hat, dass der das hier zusammen gemacht hat. Das hält gut. Das sieht cool aus. Das sieht benutzt aus, das ist geil. Wir laufen jetzt aus Tedinghausen aus, mit Bier. So, wir sind ein Stückchen weitergelaufen und ich habe eine nicht bestätigte Schutzhütte navigiert, wo wir vielleicht eventuell diese Nacht da drunter pennen werden. Und ungefähr noch 700 Meter, dann sind wir dort angekommen. Und ich bin sehr gespannt darauf, wie das da aussieht, ob da eine Schusshütte ist. Hier, guck mal, Leute. Hier vorne ist ein dreckiger Zaun. Wir müssen hier das rübertragen. Hast du? Stoße ich nicht, Alter. Ja. Okay. Hey. Eieiei. Als würde ich gerade aus dem Osten in den Westen machen, Alter. So, wir haben Ziel erreicht. Und zwar, wir sind hier in dieser Schutzhütte hier. Also gut, das ist jetzt keine Schutzhütte, aber hier ein Unterstand. Ohne Bänke und sowas. Und genau, unter diesem Unterstand, da werden wir heute pennen. So, ich habe hier meinen Schlafplatz aufgebaut. Ich werde hier auf diesem Boden hier rumschlafen. Und diese Grabkerzen sind auch schon an. Und guck mal hier. Das hier, das ist ein richtiges Vollfettteil. Also ein Teil mit ganz viel Fett dran. Und genau. Genau, hier pennt dieser Herr Goldmann. Also so ein richtiger grüner Kokorn, der ja. So richtig groß und fett ist. Der so richtig viel gefressen hat in seinem Leben. So fett ist, so sieht das aus. Und nicht anders.
Jetzt, wo du es sagst, ne? Und ich penne hier wie so ein Wurm. Wie eine blaue Made. Da steht 0,5 Grad drauf. Das ist unsere... das ist unsere Temperatur, wie wir heute schlafen werden. Und das ist bestes Wetter für meine Alljahreswetterhose. Das ist richtig geil. Das ist richtig Porno. Das ist verdammt geil. Ich lauf aus. Das hat immer wieder voll genervt, damit rumzulaufen, weil hier diese ganzen Kieselsteine und so etwas hier reingefallen sind. Oder auf welchen Matsch reingetreten bin, da ist diese Flüssigkeit von diesen und dieser Dreck und Erde und sowas auch noch über den Fuß reingekommen.